In meinem heutigen Video möchte ich euch die sechsachsige Güterzuglokomotive Baureihe 151 vorstellen. War damals der Nachfolger von der Baureihe 150. Das Original der Baureihe 151 wurde von 1972 bis 1978 in einer Stückzahl von 170 Exemplaren hergestellt. Hier habe ich dann das Originalbild aus dem Märklin-Katalog von 1978. Und die technischen Daten sind hier, die Lokomotive hat einen 18 Tonnen Dienstgewicht, eine Anfahrzugkraft von 46 Tonnen und mit den 6 Fahrmotoren von insgesamt 6540 kW Dauerleistung. Die Fähigkeit gehabt, einen Zug mit 1000 Tonnen Gewicht in der Ebene mit 120 Stundenkilometer zu befördern. Bei meinem Modell handelt es sich um die Märklin Nummer 3058. Hier in der ersten Version und eine der Hauptmerkmale der ersten Version ist, dass das Signalhorn und die Antenne am Gehäuse angegossen sind und in der gleichen Farbe wie das Dach lackiert sind. Die Varianten, die von Märklin ab 1977 gebaut wurden, hatten diese Signalhörner und die Antennen in Silber und diese waren am Gehäuse einzeln aufgesteckt. Neben der Baureihe 151 gab es damals noch die Baureihe 155. Das waren sozusagen die letzten Sechsachser, die hier in Deutschland in Dienst gestellt wurden. Die neueren Modelle hatten dann alle nur noch 4 Achsen. Zu meiner persönlichen Geschichte mit der Lokomotive. Ich habe das Märklin-Modell damals 1976 geschenkt bekommen. Habe dann in meiner Jugend die ganzen Märklin-Sachen verkauft und dieses Modell natürlich auch mit. Hat es dann in der Spur Z von Märklin und in der Spur N, ich glaube, von Fleischmann. Und nachdem diese Anlagen auch dann alle jetzt Geschichte sind, habe ich mir praktisch das Modell von 1976 jetzt gebraucht nochmal neu zugelegt. Mir persönlich gefällt die türkis-beigefarbene Variante besser als die grün-schwarze Variante. Deswegen habe ich mir auch wieder dieses Modell zugelegt. Hinten angehängt habe ich dann einen sogenannten Großgüterwagen oder Selbstentladewagen, der FAD50, von Märklin das Modell 4624. Hier in der ersten Version mit der seitlichen Aufschrift Erz 3D. Diese Version wurde von Märklin gebaut von 1965 bis 1973. Dann habe ich zweimal wieder die 4624 in der zweiten Variante. Diese wurde gebaut von 1974 bis 1981 und das Hauptmerkmal ist, dass einfach dieser Schriftzug Erz 3D hier fehlt. Und als drittes habe ich die Nummer 4626 von Märklin. Im Grunde genommen die gleiche Wagengattung, allerdings mit den Klappdeckeln oben ausgestattet. Von Märklin hier die erste Variante, auch gebaut von 1965 bis 1981. Und weil ich von diesen Wagen nur insgesamt 4 Stück habe, habe ich nochmal, um den Zug zu komplettieren, hinten die Nummer 4651 von Märklin angehängt. Die Shell-Tankwagen, diese wurden gebaut von 1976 bis 1986. Und damit der Zug nicht so alleine seine Runden dreht, hatte ich ursprünglich die Idee, die Baureihe 110 von Märklin mit den 3 Silberlingen hinten wieder parallel fahren zu lassen. Doch leider hat sich herausgestellt, dass meine Güterzuglokomotive der Baureihe 151 hier noch analog gefahren wesentlich schneller fährt als die Baureihe 110. Und nachdem ich den Trafo runtergeregelt hatte, dass der Güterzug so eine einigermaßen normale Geschwindigkeit fährt, ist leider die Baureihe 110 immer wieder stehen geblieben, sodass ich während des Videodrehs hier nochmal einen Lokomotivwechsel vornehmen musste. Und die Baureihe 24 aus einem der letzten Videos hier nochmal zum Einsatz kommt. Für mich bedeutet das jetzt, dass ich definitiv die beiden Stromkreise trennen werde und mit dem zweiten Transformator die zweite Lok dann steuern kann, weil die Geschwindigkeiten doch immer extrem abweichen, wenn wir nur mit einem Trafo steuern. Ich lasse den Zug jetzt noch hier über die Anlage rattern und wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen.
so, das war's von mir mit meiner Baureihe 151 hier vor dem Güterzug. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.